Hallo ihr lustigen Mordsteinsammler da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Mordheim City of the Damned. Wir haben das letzte Mal ja ein bisschen voreilig die Folge abgebrochen bzw. beendet. Wir wollten uns ja nochmal anschauen, ob es sich vielleicht lohnen könnte, dem einen oder anderen hier noch was beizubringen. Gut, Vlad von Mörbstein wird tendenziell eher nicht zu den Kandidaten gehören. Der hat's mehr oder weniger... Ja, wobei nicht ganz hinter sich. Da fällt mir auf, dass das cool sein könnte. Was ist denn das hier? Bedrohen. Will ich ihm das geben? Der Malus, bla bla bla. Das Ziel muss sich im Nahkampf befinden. Der wirkt... Bla bla bla. Offensivpunkte für einen Nahkampf befinden. Das Ziel muss eine Moral mitziehen. Ansonsten muss man ihn angreifen. Okay, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wie lange dauert das, um das zu lernen? 3. Wir müssen eine ganze Weile wieder mit Bill arbeiten. Gut, wir haben uns dafür entschieden, wir machen das. Zack, er ist raus. Er ist einfach raus. Aber wir können natürlich gucken, ob er hier noch was lernen kann. Er hat 2 Punkte zur Verfügung. Ja, er soll erstmal noch ein bisschen in die Schule gehen. Wie sieht's denn hier mit Gargamel aus? Gargamel hat gar keinen Punkt. Und unser kleiner Zebi, der Toxicus, auch gar keinen Punkt. Der Emilian, dem wollten wir noch einen Namen geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr schon inzwischen irgendwelche Namensvorschläge gemacht habt. Jetzt war ich bloß scheißenfaul und hab nicht nachgelesen. Also ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich werde es bis zum nächsten Mal versuchen, also bis zur nächsten Aufnahmesession versuchen, das hier aufzuholen. Aber auch hier haben wir 2 Punkte übrig. Ja, der soll erstmal noch mal ein bisschen leveln, ne? Also das lohnt sich bei ihm gar nicht so wirklich. Ja, dich werden... Nee, das war der Vlad. Das ist er, der Hinkebein, der Tokio. Ansonsten sieht's... Ah, warte mal, hier doch. Der eine oder andere hat noch was. Er hat noch 4 Punkte, sie hat 6 Punkte. Was ist das hier? Verhängnis. Nachdem Nahkampfschaden verursacht wurde, steigt die Chance auf kritische Nahkampftreffer eine Runde lang um 5%. Das sind halt 10% erhöhte Crit-Chance. How long does this take to learn? Ach, sie kann es nicht. Warum kann sie es nicht? Hä? Weil ihr die Genauigkeit fehlt. Oh Gott, sie kann das niemals lernen. Ich hätte mal aufpassen sollen. Flinker Sprung, gut, das ist egal. Dann nehmen wir mal Schwachstelle. Es werden 15% ausgehen. Genauigkeit 9, das reicht. Das sind auch 3 Tage. Dann ist sie erstmal auf jeden Fall auch raus. Kann sie immerhin nicht sterben, ne? Ist auch immer was Positives. Und den Rest lassen wir mal so. Wir werden jetzt mal hier die Leute entsprechend aussortieren, damit sie uns nicht irgendwie wegsterben. Er lernt auch noch einen Tag. Das heißt, wir können ihn dann am nächsten Tag wieder reinnehmen und wir gehen in den nächsten Tag. 2 Krieger befinden sich derzeit im Training. Wir haben noch 2 Tage Zeit für die entsprechenden Lieferungen, aber wir haben auf jeden Fall genügend auf der hohen Kante. Wo waren das da? Genau, er kommt jetzt... Oh, scheiße. Jetzt konkurriert er mit Gargamel. Ja, Gargamel, gegen ihn verlierst du einfach nur 6, 7. Ja, Gargamel hat vom Level her ist der eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, wir gehen jetzt mit dieser Truppe hier einfach mal auf Achse. Und das sind alles Kopfgeldjagden. Schwer, brutal, außergewöhnlich, durchschnittlich. Außergewöhnlich, außergewöhnlich, gering, hoch. Oh, das wollen wir machen. Weil wir nämlich hier Loot bekommen. Es sei denn... Wir probieren mal... Ach, ich bin jetzt mal wahnwitzig. Oh ja. Seemingly alone in the ruins, you take the opportunity to send your warriors to pillage the nearby buildings. As your warband disperses and begins to explore, however, an enemy warband arrives. And deploys its own patrols in the area. Okay, diese Namen hier deuten entweder auf Vampire oder auf Söldner hin, würde ich mal sagen. Da ist Vivi am Start. Gucken wir mal. Vielleicht sehen wir ja gleich den Wagen. Wo ist er denn? Dies ist Gruftgräber. Ja, das ist definitiv Vampir. Definitiv. So, komm. Parken wir den. Ich mache das jetzt mal ganz stumpf. Ganz stumpf. Kann man auch mal machen. Mal gucken, wie schlau das war. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier mal... Also, ich lebe on the edge, wie das so schön heißt. So, Draufgänger hat er hier. Und ist hier am rausgucken. La la la. Hallo.
der anderen Seite ist unerreichbar. Unerreichbar, wirklich unerreichbar. Wups und wups und wups. Ja, das verbraucht im Grunde eigentlich schon fast eine gesamte Bewegung, nur um da hinzukommen. Ist das mein Auto? Wenn das mein Auto ist, möchte ich das... toll. Gut, wir machen Draufgänger. Und im Anschluss Überfallhaltung. Dann können wir es beim nächsten Mal hier einfach einlagern. Was machen wir mit ihm? Der guckt hier niedlich zum Fenster raus. Der freut sich seines Lebens, dass die Tür zu ist. Findet er auch ganz toll. Er kommt hier nicht durch. Aber hier kommt er durch. So, da ist wiederum die andere Seite der Karre. Da kommen wir nicht durch. Das sehen wir jetzt schon hier, ne? Oh, warte mal. Loot. 95 Goldkronen, na toll. Ich hatte gehofft, da wäre mal was Tolles drin. Was Spannendes, was zum Spielen und vor allem Morstein. Die neue Morstein-Überraschung, ne? Habt ihr sie euch schon geholt? 98 Gold. Von Mordheim. Dem neuen Kinderschokoriegelhersteller. oh Gott, die Vorstellung, ne? In einer solchen Welt gäbe es sowas ja unter Umständen auch. Okay, wir brauchen hier nicht hochzugehen. Denn hier wird nichts sein. Ist da drüben vielleicht was? Wenn ich geradeaus gucke, sagt mir die Karte, dass hinter diesen Wänden etwas Tolles sein muss. So dumm, dass ich es nur hinter diesen Wänden ahnen kann und nicht wirklich schon mal einfach mal so einsacken kann. Da kommt jetzt hier wieder unser kleiner Pistolenheld. Und kann da auch nicht raus. Er muss auch durch diese Tür. Und muss fast schon in diese Richtung. Oder Siffy. Ich war kurz eine Sekunde erschreckt, als ich den Dicken gesehen habe. Und da stelle ich fest, ach so, das ist mein Monster. Ah, warte mal, da ist doch was drin. Komm her. Beute suchen. Oh Gott, wie scheiße. Das ist ja mal unterste Schublade. Und dafür sich einen Morstein-Effekt abholen, ne? Wir haben zwar irgendwie einen positiven und einen negativen bekommen, aber irgendwie fühlt es sich nur negativ an. So, aber warte mal, wir haben in diesem Nebengebäude hier auch noch irgendwas am Start. Ja, da oben müssen wir hoch. Da machen wir mal hier die Beobachtungshaltung. Geht ja nicht anders. Gut, wir hätten auch einfach so beenden können, aber das hätte noch weniger geholfen. Wups. Und wups. Und wups. Ja, ich stell den mal dahin. Sonst blockiert er nämlich die Zufahrtsstraße. So, jetzt ist der Dicke dran. Hallo. Ist da... Oh, da war ein Zombie zu sehen. Problem ist bloß, dass dieser Zombie auch eher nur schwer zu erreichen sein wird. Hello. Da ist schon ein... Sag mal. Ach, das ist der Fifi, den wir brauchen. Nee, warte mal. Bin ich doof? Nee, das ist der Pavel. Ich hab's irgendwie gerade verkackt. Raserei. So, wir rasen jetzt hier mal den Untoten weg. Der hat das auch verdient, der Pavel. Den können wir auch wegklatschen, weil der reduziert nicht die Moral des Gegners. Weil der nämlich unbedeutend ist. Zombies sind nämlich unbedeutend. Oh la 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 la, der Pavel, der geht vor uns auf die Knie. Er betet uns geradezu an. So, dann haben wir jetzt hier den Anton. Anton, geh mal nach unten. Da hat jemand für dich geklingelt. Das ist ein Zombie, den darfst du abfarmen. Auf der anderen Seite. Eigentlich sollte das jemand anders machen. Ach komm. Gehen wir erstmal plündern. Wieder Geld. Also Geld gibt's hier, als ob es nichts anderes auf der Welt gäbe. In diesem Gebäude ist damit quasi der Drops gelutscht. Und wir gehen hier hin. Oh, warte mal, ich habe eine Idee.
Todesfalle. Falls irgendjemand kommt, fängt er sich noch eine ein. Gut, er sich jetzt auch, aber... damit müssen wir leben. Da kommt was. Es ist ebenfalls ein Zomboloide. Und das war der Philipp. Wir brauchen diesen Zombie, den anderen. Den Philipp-Zombie, den müssen wir hauen. Dessen Andenken benötigen wir. Das ist eine Aufgabe für Super Igor. Ja, der wird nicht mal ansatzweise so weit kommen. Schnarch. Jetzt endlich. Super Igor ist am Start. Ich versuche ihn aufzubauen, deswegen behaupte ich jetzt einfach, er wäre super. Vielleicht glaubt er es ja selber. Wo befindet sich jetzt hier... Der. Ja, es macht unter Umständen Sinn hier. Wo ist denn mein Auto? Oh Gott, ey, ich habe sowas und keine Orientierung. Ich bin auf der falschen Seite des Gebäudes. Das ist toll. Ich finde das spitzenmäßig. Kann ich da hinten irgendwie raus? Nö. So viel zum Thema Super Igor. Igor ist so inkompetent, er kommt sogar auf dem falschen Gebäude raus und schafft es nicht, eine 98 zu vermeiden, wenn er eine 86 gebraucht hätte. Wow. Wir sind alle beschämt, Igor. Ach ja, der arme Kerl. Aber er ist ja auch irgendwo ein bisschen selber schuld. Da ist der Alexander von Drack. Gut, wir haben ihn markiert. Das hat Igor gekonnt. Den brauchen wir nämlich auch. Okay, ich nehme alles Negative zurück, was ich über ihn gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Oh, da kommt noch der Boris Vladimirescu. Berührung der Fäulnis. Das dürfte doch eigentlich im Skaven egal sein. Ist es auch. Götze des Todes, das eher nicht. Er bleibt da jetzt halt mal so stehen. Wie er da so steht. Als, Nekromant. Hüpf. Geschafft. Toll. Das haben wir gekonnt. Können wir das hier auch? Hey, Bill macht sich. Das muss man ihm lassen. Gut, er hat ja auch sonst nichts, ne? Was ist denn da? Ach ne, da waren wir schon. Lame. Wo will ich hin? Da drüben ist der gegnerische Supervampir. Ich versuche dem gegnerischen Vampir Honig ums Maul zu schmieren, in der Hoffnung, dass er dann übermütig wird und dann einfach krepiert im entscheidenden Moment, ne? Mal gucken, ob es funktioniert. Ich glaube es nicht. Da ist der Pavel. Der rappelt sich auf. Er haut den Fivi. Das finde ich nicht gut. Aber er kann auch nur einmal so lang. Das ist unser Schleicherli. Ich würde so gerne hier noch mehr plündern. Aber das wird jetzt alles andere als easy going. Ich nehme noch mit, was ich tragen kann, ne? Deswegen sind wir hier. Noch mehr Moorstein, please. Ich bezweifle, dass ich jetzt hier anstürmen darf, obwohl ich gefühlt 10 cm daneben stehe. Nö, ich kann nicht anstürmen. Geil. Oh, doch, warte. Ich muss gar nicht anstürmen. Oder warte, doch, ich kann anstürmen. Ja, danke. Sehr schön. Und tschüss. Das war mir wichtig. Apropos wichtig. Wo wollen wir noch hin? Ich habe die Orientierung verloren. Vielleicht sollten wir wirklich in diese Richtung gehen. Da ist der Dingens. Und der Kirchens. Dann geh doch mal dahin. Mit dem Tokio. Ich habe wirklich die Orientierung verloren. Das ist extrem fragwürdig.
da kommt wohl der gegnerische Fifi an. Oh, er schleicht da hinten herum. Das könnte unter Umständen ein bisschen ärgerlich werden auf lange Sicht. Wenn ich jetzt da durch mich schlawinere. Ich guck mal, wo ich da hinkomme. Dann bringt uns einen Scheiß. Okay, das ist wieder mal ganz toll gelaufen. Gehen wir wieder da rein. Also alles auf Anfang. Das Schlimme ist, wir müssen halt komplett außen herum. Außen herum. Genau. That's the plan. Und einen anderen haben wir nicht. So, nachladen. Ich hab da mal was für dich. Guck mal. Das ist wie so ein Überraschungsei. Nur in schlecht. Oh, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Finde ich voll doof. Dann kriegt er halt sowas noch. Hier, mach mal weit den Mund auf. Bonbon und so, ne? Und wir rennen weg. Tschüss. Das muss reichen. Hit-and-Run-Taktik. Not invented, but perfectionized by Skaven oder so ähnlich. Ah. Fuck. Au. Das ist nochmal so ein Gargamel-Heini. So, schnapp dir das. Ich möchte nämlich den Kollegen jetzt hier gleich noch ein bisschen Platz kriegen. Das ist ein Zombie, der dürfte jetzt nicht so die Mega-Reichweite haben. Sturmangriff, yeah. Sehr gut, überrascht, schmerzhafter Schnittseuchenträger. Ich liebe mein Leben. Ja, dann muss er jetzt hier halt mal weitermachen, ne? Hallo. Boom, 100 Schaden. Und boom, 83 Schaden. Komm, wenn das viermal trifft, ist alles cool. Und tschüss, Philipp. Oder? Jawohl, tschüss, Philipp. So viel dazu. Und du, mein Freund, sollst das nicht mehr tun. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Deswegen lässt es ja auch fröhlich einen fahren. Das interessiert den Typen aber gar nicht, weil er auch untot ist. Da wird jetzt bedacht angerückt. Uh-oh. Au. Ich glaube, wir haben unseren Entsetzenstest ein bisschen verkackt. Ja, tut weh. Das glaube ich ihm auch. Aber was soll ich machen? Er hat sich dahingestellt. Ja, natürlich, nein, man weiß natürlich jetzt jegliche Schuld von sich. So macht man das heutzutage. Was habe ich geschafft? Erfolg. Wahnsinn. Waffen wechseln. Ich bin beeindruckt, dass wir es wirklich geschafft haben. Nur leider, das Treffen schaffen wir nicht. As I said. Okay, dann immerhin jetzt den letzten. Und... ja, dann gehen wir die Ausweichhaltung. Ich wollte ihm vor 1000 Jahren schon mal quasi sein Schild wegnehmen, damit er noch leichter ausweichen kann. Wo... das ist der Vampirgraf. Na komm, dann geh doch mal helfen. In dieser etwas vertrackten Situation. Oder in dem eher vertrackten, ne, der heißt ja von Drack. Ich weiß, der war flach. Das sind so die Witze, die einen anspringen. Man weiß im Moment des Aussprechens, oh Gott, das kannst du nicht bringen. Und dann hast du festgestellt, scheiße, du hast es schon getan. Parierhaltung. Er kämpft jetzt immerhin gegen zwei. Och komm. Du denkst wirklich, das Lösen ist die Lösung für deine Probleme? Unfassbar. Er lädt nach. Und so entsetzt, wie wir gerade eben reinblicken, beenden wir diese Folge, liebe Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade. A new round has started.